Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem Video über IVs. War ja gestern geplant, aber gestern kamen ein paar krasse Neuigkeiten über die Safari-Zone Dortmund. Cubazon wurde bekannt gegeben. Checkt das Video nochmal ab und hinterlasst eure Meinung zu Cubazon. Auf jeden Fall erstmal IVs. Da kommt natürlich die erste Frage, was mit den Maps, IV-Maps und so. Keine Neuigkeiten, momentan alles tot. Was für viele leidet ist, das Spiel hat sich so entwickelt, dass also der IV-Wahn, der 100er-Wahn, ist ja vollkommen ausgeartet und alle nur auf der 100er-Jagd gewesen mit den ganzen Perch-Knights und so. Ich glaube, ich hatte auch einen großen Teil, eine große Rolle darin. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie wichtig IV eigentlich ist, Unterschied zwischen 0% und 100% und die große Frage, 15 Angriff. Wie wichtig ist das überhaupt? Fangen wir mal an mit einer kleinen Geschichte erstmal, ein bisschen Hintergrundwissen. Es war Winter 2016. Das Spiel kam Sommer 2016 raus. Und damals gab es auch gar nicht so viele Events. Heutzutage ist ja ein Event nach dem anderen. Es gibt kaum eine Zeit, wo kein Event ist. Und das war die größte Trockenperiode, was Nicht-Events angeht. Es gab ein kleines Weihnachtsevent, aber das hat die meisten nicht vom Hocker gehauen, nicht aus den Zimmern, nicht aus den Wohnungen rausgelockt. Und zwar war das im Dezember ein Weihnachtsevent. Es gab jeden Tag einen Inkubator umsonst. 6 Stunden Lockmodule, was nicht viel gebracht hat im tiefsten Winter. Und die Gen 1 Starter vermehrt. Und natürlich Spezialboxen. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo es besondere Boxen gab. Und abgesehen von dem Event kam dann erst im Februar, Ende Februar, Mitte Februar ungefähr, Valentinstags-Event. Das waren dann ungefähr mit dem inkludiert 2,5 Monate. Weil November war Thanksgiving und dann Dezember, Januar und dann die Hälfte von Februar war eigentlich gar nichts los. Und da musste man sich irgendwie eine Beschäftigung suchen. Und wir waren halt immer auf Scanner-Tour. Damals Labras Galaxo und Dratini-Bonbons. Mehr gab es nicht. Und weil die Lücken, die Pausen dazwischen einfach zu groß waren und wir echt einfach nur da im Auto saßen und dann nichts zu tun hatten, haben wir irgendwie angefangen, die 100% Pokémon zu sammeln. Natürlich davor, die Klassen-Pokémon auf 100 hat man bereits gejagt, falls welche reinkamen. Dratini und so. Aber echt so, zum Beispiel, es war ja das Weihnachtsevent, da waren die Starter vermehrt und dann haben wir angefangen, die zu holen und wirklich alles dann angefangen, nur weil es 100 hat. Und dadurch ist irgendwie der 100er Hype bei uns so entstanden, der Trend. Und im Grunde genommen sind IV gar nicht so relevant. Es hat echt nur einen Sammlerwert, weil klar, welcher Sammler will nicht seine Sammlung in der besten Form, im besten Zustand haben? Sagen wir mal, ich habe ja früher Yu-Gi-Oh! Gespielt, sagen wir mal einen Kartensammler, der will natürlich seine Karte im perfekten Zustand. Manche öffnen die Booster mit Handschuhen, damit die im perfekten Zustand bleiben, damit nicht mal die Haut dran kommt. Kein Kratzer, kein Knick, gar nichts. Also, das ist so vergleichbar mit einem 100er. Aber das heißt ja zum Beispiel nicht, dass eine Karte, die nicht mehr im perfekten Zustand ist, sondern Kratzer hat oder sowas, nicht mehr spielbar ist. Und das kann man dann auch ein bisschen so vergleichen. Also schlechte IV-Pokémon kann man natürlich immer noch verwenden. Und den Unterschied schauen wir uns jetzt genau an. Und zwar habe ich mir als Beispiel Despotar rausgesucht, weil demnächst der Sea Day mit Lavita ist und Despotar dann als Gesteins-Pokémon einfach krass wird und Geowatts überholt. Jedes Pokémon hat bestimmte Basiswerte. Das blende ich hier mal ein für Despotar. KP auf Englisch HP 200, Attack 251 und Defense 212. Wir spielen jetzt die IVs eine Rolle. IVs sind die individuellen Werte. Die können von 0, 0, 0 bis 15, 15, 15 reichen. Alles dazwischen. Wir haben ja jetzt Despotar als Beispiel. Der hat 251 Angriff als Basiswert. Und die IV, entweder zwischen 0 und 15, würden einfach dazu addiert werden. Sprich, hätte er 15 Angriff als IV-Wert, dann hätte euer Despotar 266 Attack. Und hätte er jetzt 14 Angriff, dann hätte er 265 Attack. Da sieht man bereits, 266 oder 265 ist eigentlich ziemlich irrelevant. Man könnte sich denken, okay, 15, 14, das ist schon ein kleiner Unterschied. Aber wenn man es dann so im Gesamten betrachtet, 266 zu 265, ist eigentlich ziemlich irrelevant. Und genauso ist es auch. Es gibt natürlich ein paar Fälle. Es gibt natürlich
bevor ich hier weiter laber, es gibt natürlich viele Faktoren. Vielleicht schauen wir die uns in der Zukunft mal an. Mit Typen und Attack und DPS und wie gut die Attacke ist. Ein Ladebalken, zwei Ladebalken. Also es gibt echt eine Menge Faktoren. Es gibt einen Breakpoint, wo die Attacke nicht mehr abzieht, obwohl man weiter pusht. Also es gibt sehr viele Faktoren. Heute fokussieren wir uns erstmal nur auf die IVs. Also da seht ihr bereits, der Unterschied ist eigentlich echt nicht so hoch. Macht echt kaum einen Unterschied. Despot hat jetzt einen hohen Angriffswert. Sagen wir ein Pokémon, das einen niedrigeren Angriffswert hat. Ich glaube so Smetbo hat 100 oder so. Und da ist der Unterschied natürlich schon größer. Ob 115 oder 114 oder 113. Da ist die Gewichtung natürlich dann schon ein bisschen stärker. Da kann es auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Die IVs, wie niedriger die Basiswerte sind. Aber je niedriger die Basiswerte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Pokémon relativ nutzlos ist. Und so wie das Spiel momentan aufgebaut ist, zählt halt nur der Angriffswert. Weil man will die Arenen platt machen, man will die Raid-Bosse besiegen. Also eigentlich alles nur auf Angriff fokussiert. Deswegen legen alle so viel Wert auf 15 Angriff. An sich macht es, wie wir gerade erfahren haben, gar nicht so einen großen Unterschied. Die einzigen Fälle, wo es bei mir zum Beispiel einen Unterschied gemacht hat, waren zum Beispiel Solo-Raids. Vulnona habe ich gemacht. Also mit Gagados, Wasser, kein Problem gewesen. Aber mit Geowatz ist es halt richtig, richtig knapp. 1-2 Sekunden. Und ich habe es halt nicht geschafft. Da haben diese 1-2 Sekunden gefehlt. Und hätte einer meiner Geowatz 15 Angriff anstatt 14 gehabt, hätte er halt diese eine Sekunde rausgeholt. Ja, ihr seht, eine Sekunde also. Das ist echt eigentlich gar nichts. Abgesehen von solchen Fällen kann man den Unterschied echt vernachlässigen. Sprich, im Grunde genommen, ein 100er mit 15 Angriff, natürlich, weil es ja 100 hat, und ein 80 IV-Pokémon mit 15 Angriff würden theoretisch genauso viel Damage machen. Klar würde der eine dann ein bisschen weniger einstecken und dann früher sterben, aber... Also könnt ihr schon sehen, dass IVs gar nicht so wichtig sind. Früher waren sie wichtiger, weil IVs auch die WP bestimmen. Je besser die IVs, desto höher die WP. Und früher waren WP halt wichtig, damit man oben in der Arena sitzt. Desto länger sitzt man in der Arena, desto sicherer ist man, desto mehr Gold hat man bekommen. Aber das Arena-System hat sich ja geändert. WP sind momentan vollkommen irrelevant. Es fragen mich immer noch sehr viele Leute, ich habe kein Pokémon über 3000, ist das schlecht? Es juckt überhaupt nicht, ob du Pokémon über 3000 hast oder nicht. Zum Beispiel Machomai kommt niemals über 3000 und Machomai ist halt krass. Und Letaking kommt über 4000. Und der ist halt richtig scheiße. Ich habe hier noch ein anschauliches Beispiel für euch. Und zwar habe ich hier bei Pokebattler ein Machomai Level 40 100% und Machomai Level 40 0% gegen Despotar, also Despotar Raid, laufen lassen. Also beide schaffen es natürlich nicht, weil den kann man nicht solo machen. Aber hier nur zum Vergleich die Statistik. Also erstmal hat ein 100er Machomai Level 40 2889 WP und ein 0% hätte Max gepusht auf Level 40, 2495 WP. Aber wie gesagt, WP ist irrelevant geworden. Vor allem bei Machomai. Das 100% Machomai bräuchte zum Sieg 326 Sekunden. Und 0% Machomai 349. Das sind 23 Sekunden. Das heißt, pro 1 Angriffswert, pro 1 Angriffs-IV, sind das nicht mal 2 Sekunden, sondern 1, irgendwas Sekunden länger. Wie ich vorhin gesagt habe, also diese 1 Sekunde bei dem 14 Angriffs-Geowatts und dem 15 Angriffs-Geowatts, das mir gefehlt hat. Pro Angriffswert ungefähr echt 1, irgendwas Sekunden. Dann Tode zum Sieg, natürlich bei dem mit 0 AV 7,8, bisschen höher, steckt halt weniger ein. Und bei 100% 6,2 Tode nur. Vielleicht was noch interessant ist, und zwar der Schaden pro Sekunde, den ein Machomai dann macht. Ein 100er Machomai mit Konterwuchtschlag macht in der Sekunde 22,74 Schaden. Und ein 0% Machomai mit derselben Attacke, mit demselben Moveset, macht in der Sekunde 22,22. Also echt nur auf die Kommazahl. Also, IVs sind gar nicht so wichtig. Das ist echt nur so ein Trend, so ein Wahn, der 100er Wahn. Aber für den Nutzen macht es eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Sprich, beim C-Day Lavita, falls ihr keine 100er mehr übrig habt, was viele wahrscheinlich nicht haben, könnt ihr echt die verschiedensten Lavita entwickeln. Weil, wie gesagt, so einen großen Unterschied macht es nicht. 4 WP kann ich da empfehlen, weil da müsst ihr weniger pushen am Ende. Spart eine Menge Staub und Bonbons. Man sieht es bei Legendären zum Beispiel.
Erste 100er waren nicht ganz so krass. Man ist zufrieden, also ich bin zufrieden, wenn ich einen 96er bekomme. 96er Grodon, also ich hatte einen 89er oder so, richtig schlecht, unter 90. Dann habe ich endlich einen 96er bekommen, 15 Angriff, ich war richtig, richtig zufrieden. Und dann kam halt irgendwie noch der 100er, aber egal. Das war halt so. Aber Lugia zum Beispiel, 96er, ich war richtig froh über den, direkt Max gepusht. Ich denke auch, wenn man zurückgeht zu dem Beispiel mit dem Kartensammler, Yu-Gi-Oh! Spieler, klar versucht er jede Karte im Top-Zustand zu haben für seine Sammlung. Aber wenn da echt eine super, super seltene Karte ist, da ist er wahrscheinlich auch richtig froh, wenn er die super seltene Karte in einem schlechten Zustand hat. Einfach nur, damit er die in der Sammlung hat. Zum Beispiel Mio. Hauptsache, wir haben ihn. Ey, wie? Was soll man machen? Einmal kriegt man den nur. Nur einmal die Chance. Also, das ist halt echt nur was für Sammler. Für die Sammlung. IVs sind eigentlich nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, immer liken, subscriben, kommentieren. Die Videos abchecken. Mir auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Und nicht vergessen, Pokémon ist serious business.